So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schild. Und wir machen heute weiter mit der Suche nach Terrakium. Ja, wir haben jetzt Kobalium komplett gefunden. Wir haben Viridium in der vorletzten Folge gefunden. Und heute geht es nach Terrakium um. So, also Pokémon Schild Terrakium. Wo brauchen wir es denn? Also. Okay, wenn ich auf so scheiß Cookies. Okay. Ballseehöhle, rauschende Höhlen und Ballseeufer. Okay, dann gehen wir da jetzt hin. So, gucken wir mal. Haben wir das schon? Wo sind wir denn hier? Bett des Giganten. Ballseeufer. Da sind wir. Da müssen wir hin. Zu dem Baum des Lebens. So, okay. Dann machen wir uns heute auf die Suche nach dem nächsten und letzten Pokémon, das uns auf unserer Liste findet. Und da sind es schon gewesen, die ersten zwei Dings, aber so also heute hinkriegen komplett, weiß ich doch nicht. Aber wir tun unser Bestes. Ist das Amaldo? Ja, ne? Das ist ein Amaldo da oben. Ja. Jesus. Ein Uhafnie. So, okay, hier müssen wir jetzt suchen. Dann schauen wir mal uns. Mal um. Aprikoko blau. Okay. Ach, ernsthaft jetzt noch ein Dings dazu? So. Elektrode, ich habe ich ja schon irgendwie mal eingesackt. Das heißt, du brauchst jetzt wieder behältst deine Freiheit. Ist das. Das ist Dracoran! Ich will das haben! Komm her, Dracoran, ich nehme mich mit. Ich brauche. Dick brauche ich, mein Freund. So, einmal die Kopfnuss, der ging. Also ich sehe fast 70, sehe ich gerade. Okay. Noch Bodyguard dabei. Wird sein. Oh nein. Also. Ich hätte nicht erwartet, dass ich jetzt noch einen Bodyguard dazu. Das ist ein Dragoran hier freilaufen. Okay, gut, nehmen wir mit. Ja, ich bin immer noch nicht so ganz wahr. Also, sind wir doch bitte besser nein, dass ich nicht unbedingt jetzt viele gute zusammenhängende Dinge erzähle. Gut, okay, wir sollen erstmal Koronospa das dazu einsetzen. Ich hoffe, dass das vielleicht sogar. Ich hoffe, dass wir das sogar hinbekommen. So, dann versuchen wir es mal zu fangen. Komm, er jetzt hier. Will ich haben, mein Freund. Eins. Zwei. Drei. Okay, im Gegensatz zur Artiklas nicht beim ersten Ball. Oh, du bist von Erschöpfung verwirrt. Das heißt, ich brauch dich. Eins. Zwei. Das ist jetzt alles ganz gut. Jetzt nochmal wieder verleiht. Ernsthaft? Du gehst jetzt. Du holst mir jetzt auch nochmal ein zweites Pokémon. So. Na gut, da kommen wir mal dazu. Was versuchen wir jetzt? Ich will es gerne, also ich will es gerne fangen. Das ist es halt, ne? Dragon ist eigentlich immer ganz cool. Ich habe es ja gerne im Pokémon Silber und Gold gespielt. Oh, du gehst mir auf den Sack gerade. Dragon ist voll, ich bin verwirrt. Er hat zweimal jetzt durchgekommen. Jetzt komm jetzt her hier. Komm jetzt her hier. Eins.
Yes. Dragoran gehört uns. So, Knackerreich Level 71. 74, Entschuldigung. Und wir holen uns das Dragoran dazu. Aber ich lasse es erstmal in der PC-Box schlummer. Ich wollte es nur einfach. Weil es einfach ganz cool. Ich mag es einfach. Es ist cool. Es ist ein gutes Pokémon. Und ja. Ein Trick da. Nehmen wir Vitalkraut dazu, weil die finden wir ja eh immer wieder. Ja, wie gesagt, wir machen uns jetzt eigentlich auf die Suche nach Terrakium. Das ist das letzte Pokémon, was es von den drei noch fehlt. Und dazu müssen wir Fußspuren finden. Einen haben wir erst. Und zwar findet ihr das öfters hier an dem... am Ball... Ach nein, bitte ernsthaft schon wieder. Geh weg, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Und hier ist die TP20 Delegator noch dabei. Na gut, die braucht man nicht unbedingt, weil... Pff. Ich mache das jetzt mal anders. Ich habe ja genug eingekauft. Das heißt, ich werde jetzt ein paar Top-Schutz einsetzen, damit ich mal ein wenig Ruhe habe vor allem, was hier so ein bisschen um mich rumrennt. So, Kobalium mal 30.000, oder? Gut, fast Level 72, okay. Brauchen wir aber nicht. Gut, okay. Einfach mal ein bisschen um Ruhe reinzukriegen. Ey, ich hab Topschutz eingesetzt. Geht mir doch nicht auf den Sack gerade. Na gut, okay. Ich muss mal sortiere mich gerade. Vor dir jetzt mal orientieren. Da sind wieder braune Fußspuren. Okay. Galadus-Zweig. Hier ist wieder eins, drei. Also 50 brauchen wir insgesamt. Um hier. So, nehmen wir das mal mit. Das ist ein Fläschchen AP Plus. Okay. Ach, Erzelektro, Elektro. Geht's denn, kommst du jetzt extra dazu? Ja, ich will nochmal gehen und dir gerne wieder kämpfen. So. Das wäre eins. Fünf. Oh, ja, Arenes, du lass mich in Ruhe. Du lässt mich nicht hinterher. Okay, ich dachte mir schon, du lässt mich jetzt wieder hinterher oder so. Mal noch hier durchgucken, wenn ich noch irgendwo welche sind. So, okay. Ja, du musst immer ein bisschen genauer gucken. Es kann immer mal hier auftauchen. Metallkraut, okay. Ich guck mal gerade hier unten, ob hier nicht noch irgendwas ist. Da sind nämlich noch welche. Ja, uns fehlt dann nur noch dann das gute Terrakium. So, 14 haben wir jetzt mittlerweile. Dann mache ich mich gleich da hinten mal in die Höhle auf, wenn wir hier... Wenn wir mal durchgecheckt haben alles. Ich glaube, da oben sind noch welche, oder? Ist ich das falsch? Ja. 16. 18. Gut, hier in der Höhle ging es relativ easy. In der Höhle ging das eben relativ schnell. Aber ich check jetzt gerade nochmal hier oben eben die Fläche ab.
Aquinapicoco, das Item davon, oh, okay. Gelbe Aprikoko, also sie kommen gerade ein bisschen mehr Aprikokos gerade. Pink. Weiß, ja, sag ich, die kommen jetzt, die tauchen gerade die ganzen Aprikokos auf. Da ist vor allen Dingen noch ein Item, und zwar ist das ein. Das ist wieder eine TP, und zwar die TP 66 Sturzflug. Okay. Kann das, dass der Topschutz nicht wirklich funktioniert? Weil mir tauchen die gleichen. Wir tauchen immer wieder ein Pokémon, wieder Pokémon auf. Ah, gut. Oder sieht das nämlich mehr oder weniger jetzt gerade ein bisschen in Ruhe weiß? Das wäre schon die nächste, ist noch eine blaue. Hier ist wahrscheinlich auch ja eine, nochmal eine blaue. Oh, weiter geht's mit der schwarzen. Aber wenn ich ehrlich bin, hier oben sind, was so Fußspuren betrifft, gerade auch nichts mehr, ne? Damit einmal durch. Okay, dann machen wir uns jetzt auch in die Höhle da. Weil da vermute ich, dass da noch mehr sind. Da sind vor allem noch welche. 20%. 22. Ja, ich glaube schon, dass wir nur, dass wir hier noch ohne Ende finden. Da ist wieder einer. Also eine Knolle, okay. Okay. Ja, warum nicht? So, Ballseehöhle. 24. 26. 28. Ja, vielleicht kriegen wir sogar komplett alles in einem Rutsch. Guck mal, die gehen sogar weg. Okay. 30. 32, 34, 36, 38, ein Item. Lass mich doch mal. 40, 42, 42. Da ist auch noch eins. Dann ist das bestimmt hier drin. 44. Ich kriege mal so komplett. 46. 48. ...50... ...52... Finsterwald, okay. Cool. Wunschbrocken noch dabei. Ja. 54, 56, 58, Ewigstein. ...60... ...64... ...65... ...68... ...70... ...72... Es fehlen noch 14. Das ist 74%.
Okay, haben wir so soweit da. Mal gerade, ob ich hier noch ein bisschen was hab. So, gucken wir, weiter geht's. Wie viel haben wir jetzt? 78, ne? 78 oder 76, okay, ich muss mal gucken, wie viel wir haben und nichts ist. Da also noch welche jedenfalls. 78, okay, 76 waren es. Also 78 haben wir jetzt auf jeden Fall. Keine weiteren Items, ja. Und auch mal keine weiteren Spuren. Aber hier vorne befinden sich nochmal zwei. So, 80. 82. Ach, gehen wir im Elektro ernsthaft jetzt? Vielleicht kriegen wir sogar komplett in einem Rutsch hin. Wenn wir so, ich versuche so, sogar komplett heute alle fertig zu kriegen. Also, die Spuren zumindest zuzumachen. Natürlich, du gehst dem einen hinterher auch. Ich muss auch noch mal mitspielen. So. Okay. Hier könnten sich. Hier waren wir nämlich auch noch nicht. Wenn ich es richtig im Kopf habe. Das heißt, das könnten wieder hier neue Spuren geben. So. Hier ist auch ein Item. Also. So, okay. Weiter geht's. Mit der großen Suche nach Terrakiums Fußspuren. 16. 8, 14. Wundersaat. Noch 12. Ach, genau in dem Moment geht das Schutzitem weg. 10. Gerade immer noch so ein bisschen und zwischendurch mal in irgendwelche Ecken. Nein, oh Mann, nicht gerade. Aber hier sind auf jeden Fall nochmal weitere Fußspuren gewesen. Ja, ich sag ja, es lohnt sich manchmal auch in die letzten Ecken reinzugucken, für den Fall, dass sich man da doch irgendwas übersehen hat. So, da befindet sich noch ein Dragoran, aber das haben wir ja schon gefangen. 94, 96, also sprich noch zwei Fußspuren brauchen wir. Und dann hätten wir Terrakium auch aufgespürt. Och, geh mir doch nicht auf den Nerv. Ich muss ja hinterher.
zwei kleine Fußspuren fehlen uns noch. Dann hätten wir's. Da ist aber noch ein Item oder so versteckt. Sehe ich das gerade richtig? Hier ist es. Ach, geh mal. Eine löchrige Kanne. Hier finden sich nochmal Fußspuren und dann fehlt uns noch eine Fußspur. So, jetzt dürfen wir wieder Suche die letzte Fußspur finden. Also, dürfen wir wieder spielen, finde die letzte Fußspur. Mann, geh mir nicht auf den Sack, Mann, Alter. Das geh mir auf gerade. Das nervt mich gerade. Weißt du, du kurbst nur ein bisschen in der Nähe vom Gras. Oh, ich muss angesprungen bekommen. Damit ich dich irgendwie noch ärgern kann. Weil ich will jetzt gerade keine Pokémon fangen. Das ist das, was mich nervt. So, okay. Ach komm schon! Ach, Belektro, geh mir nicht jetzt. Jetzt gehst du mir ein bisschen auf den Nerven. Das ist nicht das erste. Irgendwas Aranestro, der mit 5, 6 Stück hintereinander oder so. Und jetzt haut mir das, jetzt gehst du hier durch und das ist Belektro. Siehst du Belektro, die dich anspringen. Ich weiß, dass ich hier noch ein bisschen was habe. Aber ich brauche noch eine fucking Fußspur. Da ist sie. Gut, erstmal nehmen wir das Item hier oben mit. Das ist einmal das ein Metronom und dann ist da die letzte Fußspur. So, gut. Das kannst mich gerade mal echt. Ja, ja, ist gut, Belektro, ist gut. So, okay, dann das Item da unten habe ich die ganze Zeit gesehen auf der Insel. Da werden wir jetzt mal kurz eben, wenn das möglich ist, da hinkommen. Da hinkommen, so spontan. So. Ja, Fußspuren werden wir jetzt keine mehr finden, das ist klar. Genau, dann sind wir da jetzt kurz eben hoch. Und naja, eine. Das heißt, ich mache mal kurz immerhin auf diese Insel auf. Da ist nämlich immer noch eine TP oder TM, je nachdem. Oh, ein Anorit war das gerade im Kurz. Was ist das jetzt? Das weiß ich nicht. Das war nicht zu erkennen. Kabador. Ohne Ende. Ja, das ist eine TP 56 und es ist Energieball. 65, Entschuldigung. So. Was haben wir hier? Oh, da unten. Die Frage ist, was ist das hier? Aha, nichts Wichtiges. Nichts Wichtiges? Okay. Ich hätte jetzt gedacht, okay, da kannst du bestimmt noch was finden. Na gut, egal. Wir machen uns erstmal zurück zu Sania auf. Dann haben wir das Thema auch erledigt. Weil, ja, Sania ist, wie gesagt, die letzte Anlaufstelle. Und dann ist das Thema durch für heute. So, ist wieder das falsche Haus. Ich krieg's nicht gebacken, welches Haus das ist. So, bist du das jetzt hier? Nein. Dann nehmen wir das Schutzitem mal raus. Da ist sie. Na, wie läuft die Jagd nach Anhaltspunkten? Der Anhaltspunkt reicht doch noch nicht von. Ja. Gut. So, also 100% von den Anhaltspunkten zum Felsenhöhlen-Pokémon hast du gefunden. War cool. Damit sollten wir exakt bestimmen können, wo dieses Pokémon aufhält. Dann muss ich mal wieder die Daten eingeben. Und die Lebenszeichen. Was auch immer du da hinten machst, Anja. Das sieht ziemlich komisch aus. Aha, das Habitat des gesuchten Pokémon wurde ermittelt. Das Felsen-Pokémon befindet sich in der Ballseehöhle. Ah, wie es aussieht, können so nach legendären Pokémon schon bald von Erfolg gekrönt sein. Viel Glück. Ja,
Und das machen wir in der nächsten Folge. Dann sehen wir uns wieder und dann gehen wir noch auf die Jagd nach Terrakium. Dann hätten wir sie alle drei. Bis dahin. Tschüss.